da ist ein anderes. Das ist ein fucking anderes Bike. Nein! Geil! Jetzt geht's ab in den Tunnel, Leute, jetzt geht's in den Tunnel, und damit herzlich willkommen zum weiteren Motovlog. Heute wieder ein bisschen random unterwegs. Mal schauen, was so auf mich zukommt. Der gute Alte aus Westfalen am Tunnel. Schon in einigen meiner Videos wurde er missbraucht, zu meinen Zwecken. Geile Karre. Schöner Porsche. Oh, Carrera. Geil. Geil. Spring nicht drauf ein. Spring nicht drauf an. Ein What the fuck? Mein Deutsch ist immer so scheiße. Ist übrigens der gleiche Tag wie im letzten Video. Ist jetzt schon bald dunkel. Mal schauen, wie lange ich noch fahren kann. Ich habe ja kein verspiegeltes Visier, also sehe ich auch bei der Dunkelheit noch was. Boah, der hört sich gut an. Der hört sich gut an. Das liegt auch daran, dass ich direkt hinter dem bin. Da lang. Oh, hier ist ganz schön was los. Weihnachtsmarkt auch schon aufgebaut oder was? Die Menschenmengen rennen über die Straßen. Der hat auch einen Helm auf, bei dem läuft es genauso wie bei mir. Also der da hinten mit seinem Fahrrad, der das schiebt. Ey, da ist ein anderes Bike! Da ist ein anderes Bike! Ey, da ist ein anderes... Da ist ein fucking anderes Bike! Das sind 125er! Geile Typen, Mann! Ich hab nur ein Bike gesehen, auf einmal sind da fucking drei Leute! Geil! Hier sieht man, nur die Harten, das sind die 125er Fahrer, die noch fahren hier heute! Coole Sache einfach! Hast du einen YouTube-Kanal? Hab ich einen YouTube-Kanal? Ja, sicher hab ich einen YouTube-Kanal! Alles klar, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch Leute sehe, die Motorrad fahren. Ja, wir auch nicht. Geiler Scheiß, ey. Also wenn ihr mal vorbeischaut bei meinem Channel, Grüße gehen raus an die drei Leute, Mann. Geil. Wohnst du in Wiedebeln? Nee, ich wohne in Werther. Werther, da die Richtung. Mir ist egal, ich fahre einfach nur rum und laber irgendeine Scheiße.
Also Leute, schon Plan gefunden, geil! Ey, und ich suche wie ein Bekloppter nach irgendwelchen Leuten zum Fahren. Und dann sind wir ein paar 125er Fahrer am Rumkusen. Geil, ey. Ich feier das so derbe, dass wir ein paar Leute hier gefunden haben. Herforder Kennzeichen, also kommt aus Herford wahrscheinlich. Nehme ich ihn denn noch auf? Jawohl, ich nehme noch auf. Das wäre so bitter, hätte ich nicht aufgenommen weiter. Fahr ich mal hinterher, ne? Wo geht's bei euch? Nach Enger oder Bünde? Oder was? Bünde. Bünde. In die Richtung komme ich auch nach Hause. Kleiner Umweg. Juckt mich nicht. Oh, ein Tunnel. Oh, ein Tunnel. Ich freue mich einfach über diese Tunnel. Die geben meinem Leben einfach endlich wieder einen Sinn. Jetzt habe ich keine Spamcards mehr. Und ich habe im letzten Video sogar noch gesagt, so, yo, ich finde keine Leute zum Spammen hier. So, die Leute sind einfach nicht mehr unterwegs. Und dann gleich drei Stück. Ich liebe mal den Zweitakter-Sound da von der Aprilia. Die gute alte, die wollte ich mir auch holen als 125er. War dann aber doch die Honda NSR geworden. Traurige Sache ist, wenn ich jetzt jemanden finde, den ich zuspammen muss, dann habe ich auch keine Spam-Cuts mehr. Ja, Hund, beruhig dich! Sind nur ein paar geile Mopeds. Oh, da war ich im Neutralen. Die Mofas sind auch noch am Start. Die Mofas fahren eben wieder durch, knallharte Jungs. Fährt er im Kreisverkehr immer so behindert durch. Die Scheiße, wackelt der denn bitte ab? Reifenwampfahren auf Höchstniveau, oder was hat der da gerade gemacht? Ey, und ich sag noch, Leute, heute wird's ein bisschen random, so, mal schauen, was uns so passiert. Zufälle passieren und so, ey. Geil. Fahrer, die einem so Platz machen, sind echt geil. Da gehen Props raus. Der Typ da am Reifen wechseln. Arme Sau.
irgendwann noch Bock, die Jungs. Ampel bleibt rot. Kann ich ihm Bescheid sagen, dass ich in eine andere Richtung fahre. Ich fahre hier links. Auf rein. Ciao. Geile Scheiße, ey. Einfach nur geil. Ich hoffe, euch hat das Random-Video gefallen. Richtig coole Leute getroffen gerade. Hat auf jeden Fall echt noch ein gutes Video rausgehauen. Ansonsten hätte ich nicht gewusst, was ich Interessantes hätte machen können. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video sehr gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, auch ein Abo. Instagram wie immer unten in der Videobeschreibung. Und damit sage ich ciao und bis zum nächsten Motovlog.